Oh, war ich da noch nicht. Ey, wie du in diesen Pharmaziegebäuden einfach mal absolut keine Pharmazie findest. Warum auch? Nicht mal. Oh, hi. Nicht mal Bücher. Doch, ein Buch war da. Ein Pharmaziebuch? Ne, Waffen. Ja, genau das meine ich. Ach, ein Verbrannter. Hier draußen sind ein Haufen Zeitungsstände und du liest die nicht. Moment. Ein brennender Verbrannter. Hier schon oder los? Also für eine Bäckerei ist das Ding aber echt groß hier vor uns. Siehst du das? Halt's Maul. Blöd Affenhintern. Hinter Oder dir. eine Stadtbäckerei. Na, trotzdem recht groß, oder? Naja, es geht. Ja, das ist. Weißt du, das ist wie bei Invader Sim. Als dieser weibliche Invader da ist und Guest zu dem Stand geht. Nun, wie kommst du darauf, dass hier noch mehr ist als nur ein Würstchenstand? Nun ja, dieses Gebäude ist ein bisschen groß für einen kleinen Würstchenstand. So ein riesengroßes großer Gebäudekomplex und da ist einfach so dieses kleine Fenster, wo jemand Würstchen verkauft. Alles voller Nun, Zombies. wir verkaufen auch Sandwiches. Ah, okay, Oh, das ich Ding bin ist schon doch weg. cool. Naja, es ist Tag, da komme ich mit klar. Oh, ein Lootback. Das ist eine Wieso werde ich hier Notlösung. ständig von Geiern vergewaltigt? Wir lieben dich halt. Auf der nie wahr sein. Ich muss sagen, Zeitungsspender sind deutlich interessanter, als ich bisher mal gedacht habe. Guck da immer rein. Ja, also sollte ich vielleicht auch mal gucken, weil Zeitung interessiert mich nicht so, aber wenn du da Bücher drin findest, dann ja, klar, warum nicht? Hast du immer. Auch Achso, in es war gerade Briefkästen aufs sind. echte Leben bezogen. Achso. Bücher finde ich interessant, Zeitung nicht so. Hier ist noch. Gratis Zeitung. Kneipenschlägerei. Weil da fast. Ich finde, in der Zeitung steht einfach nur Schrott drin. Und Scharfschützen. Also Sachen, die mich eigentlich nicht interessieren. Was ist die normale Bildzeitung? Ja, die Bild würde ich sowieso nicht lesen. Das ist das größte Drecksblatt überhaupt. Wir haben eine Arbeitskollegin, die schwört. Oder was, eine Arbeitskollegin? Ich weiß nicht mehr. Die schwören drauf, oh ja, die Bild, das ist das Beste, da kriegst du alle Infos, die du brauchst. Naja, klar. Infos, die wollen, die du haben sollst, ja. Die erlügen doch alles. Oder die sagen Sachen, die eigentlich schon jeder weiß. Achso, ich war ja schon bei Jennifer. Okay, brauchen wir Kohle? Rohrbomben könnte ich nehmen. Ich nehme die Rohrbomben, der Rest ist nämlich Mist. Oh, Robomb mache ich auch ein paar. Bier. Nee, Bier verkaufe ich dir nicht. Geh schon mal Richtung Base, ausladen, Medizin, Essen, alles mitnehmen. Und dann gehen wir zum Gefängnis. Okay. Wollen wir das nicht einfach Weil. kurz vor knapp einfach? Es wird kurz vor knapp, bis wir alles haben. Ja, wahrscheinlich schon. Lamm, ne, Chili. Chili gekauft. Und das Ja, Tierfett kaufe ich auch alles. du bist eh Oh. noch in Ruhe shoppen und das dauert auch noch. Alter, ist das Tierfett teuer. Ich kaufe nichts davon. Leck mich am Arsch. Wieso? Ich wollte jetzt gerade sagen, oh, 35 Tierfett, das kann ich verarbeiten. 2100 Jetons. Was Schnäppchen. Andererseits mache ich eh nichts mit den Jetons, da kann ich auch so viel kaufen, wie geht. Oh, eine Town Hall, da können wir auch mal rein. Schöner Ich habe Bauchnabel. das Gefühl, die Stadt ist schon wieder extra belebt hier. Ich hätte vielleicht vorher mal in die Munition hier reinschauen sollen. Aber wir haben, glaube ich, genug. Thanks for letting me take care of Soll ich you. noch eine Jo. Quest annehmen? And tell your friends. Naja, klar. Muss ich ja nicht jetzt machen. Nur nimm's an. You need some work? This Ja, is klar. dangerous work, but I believe you can handle it.
Doch, Schabotter sind scheißgeil. Bist du in der Basis, oder? Ja. Ich komme. Sollten auf jeden Fall gucken. Oh, ja, ich hab's gefunden, das Gefängnis. 2, 4, 7 Totenköpfe. Ja, ist doch cool. Vom Blutmond. Oh nein. Hä, ich hab das. Ach so, okay. Ein oh, Poppenpilz. So ist das. So. So viel Steinchen. Haufen Tiere. Habe ich dir schon gesagt, dass der eine Typ mich angeschrieben hat und gesagt, dass ich mal Videos nichts mache und nichts passiert, nichts zusammenschneiden soll? Das habe ich gesagt, das weiß ich. Aber oh, ich habe das Video ja vor kurzem beschriftet und habe angeschaut, da ist ständig irgendwas passiert. Hä? Bei ihm? Nee, nee. Bei dem Video. Bei dem angeblich nichts passiert. Ach so. Oh, jo. Vielleicht ist dem langweilig. Keine Ahnung, ich habe ihn dann gefragt und gesagt, ja, da passiert doch eigentlich ständig was. Ich habe mein Video gerade mal angeschaut. Oh, wenn du dein eigenes Video auch noch anschauen musst. Ja, natürlich. Ich habe mehrere tausend Videos gemacht. Ich kann auch nicht mehr alles aus allen wissen. Ich glaube, manche Leute haben einfach einen an der Waffel. Nicht Positives an der Waffel haben. Keine Hobbys. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh, Papier. Oh, wir brauchen eine zweite Munitionskiste. Ich krieg nichts mehr rein. Haufenweise Schießpulver hast du. Leg jetzt erstmal meinen Schlafsack. Soll ich? Ah, hier, die Rohbombe nehme ich mit. So. Messbecher! Plastik! Leder! Tempura! Was? Dein Japanisch ist schrecklich und beleidigt meine Ohren. So. Magnum-Munition, Waffen. Abladen. So, mal schauen. Eine Desert Vulture, schießt sie mit Magnum-Muni? Ja. Da mache ich jetzt einen auf Dirty Harry. Mach das. Haben wir noch so Wasser, habe ich. Das habe ich. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen Medizin mit. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Brauche ich jetzt auch nicht. Sollte eigentlich reichen. Ach, ich habe noch was für dich. Warte mal. Komm mal her. Da bitte. Oh. Elixier. Ja, habe ich einem Automaten gekauft. Ja, das ist nicht Blutmord ist, ich nehme doch die restliche Schrot mit. Mach das. In der Werkbank ist auch noch ein Muni für dich. Muni. Oh, interessant. Ja, jetzt habe ich 450 Schuss, ein bisschen mehr. Soll das versorgt sein, ne? Denke ich auch. Okay, ich gehe schon mal zurück, weil ich sollte jetzt eigentlich alles haben. Muss ich. Sie fährt da rückwärts ja auf damit.
Trader Gen musste ich doch, glaube ich. Und da bin ich zumindest gerade gekommen. Bei Trader Gen ist das genau. Die brauche ich jetzt nicht hier. Aber erstmal mache ich mein Motorrad noch ein bisschen kaputt. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viele Reparaturkits ich noch habe. Irgendwo hier war es doch. Diamonds Men's Club. Ah ja, hier war ich vorhin am 2-Bit-Tower. Da vorne. Ah, und hier bin ich vor so. Kann der Blutmond nicht jetzt schon starten? Wieso hast du so eilig zu sterben? Ich werde schon nicht sterben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Sehr hoch, da wir ins Gefängnis gehen. Gehen Sie in das Gefängnis. Du säuberst das doch schon mal. Ne? Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4000 Euro ein. Okay, hier ist Jens Klinik. Jetzt finde ich es bloß nicht mehr. Ich glaube, ich bin Richtung Heimat gefahren und da habe ich es dann gefunden. Ach, da ist es. Ich werde es nie finden, oder? Da ist es. Das kannst du gar nicht übersehen. Doch, wenn du falsche Richtung fährst. Oh. Ah, noch 18 Reparatursets, das reicht. Oh, soll der hinkommen. The Booby Trap, ach ja, die hat dich ja abgelenkt. Klar, hat dich ja auch gerade abgelenkt, oder? Ja, ich bin fast reingefahren. Hallo. Ach, überraschenderweise sind hier Cops drin. Echt, Herr Jutta? Im Gefängnis Cops sind? Oh, oh, oh. Und der hat Bücher hier gehabt. Oh, ich lese auch sehr gern. Oh, wo hast du geparkt? Direkt davor. Sieht nach dem Weg nach außen aus. Hallo, Grüner. Sind Soldaten drin? Ich habe Birda gefunden. Klingt nach echt vielen Feinden. Ja. Ich wäre vorsichtig, bei dir haben sich gerade so viele gesammelt. Ich weiß. Die überraschen uns dann bestimmt von hinten. Ja, klar, noch eine Spinne dazu. Eine grüne. Ach wirklich, danke. Ich häng fest. Ich hab nicht reingekloppt, scheiße. Ich häng hier fest. Hey, ernst? Der hat mich reingeschlagen gerade. Oh Gott. Was Komm, die hast du angelockt? Ich? Oh Scheiße, ich nehme die Schrot. Hey, ja, was machst du da? Nein, was? Achso, da kommen sie ja auch. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. Kämpfe. Ich kämpfe schon. Die Tür wird uns retten. Deine Drohne ist eingesperrt. Hat sie Pech gehabt. Drohne stirbt für mich. Das hätte nicht lang gehalten, glaube ich. Okay, das hat auch nicht Erfahrung gehagelt. Wow, den haben wir es ganz schön gezeigt, oder? Die letzte verkrüppelte. Die hat es aber überlebt. Dieser klassische Moment, wow, das war echt übel.
alle tot, da kommt schon, kommt schon eine schwer verwundete an. Ah, herrlich. Wo ist Toni? Klebt der immer noch da drin? Ja. Komm mal her, du blöde Drohne. Ja, die haben wir gut aufgeräumt mit dem Laden, glaube ich. Dabei habe ich nur auf die geschossen, weil die hier links an der Tür waren. Da habe ich gedacht, okay, ich sehe den jetzt überraschen. Erst waren wir hinten alle. Da ja, ich ja genau, hier an, hier an ja, genau, da habe ich reingeschossen, weil ich dachte, okay, wenn die da durchbrechen, könnten sie ihn umbringen. Ich habe einen Tresor gefunden. Safe. Oh, sehr schön. Waffenschrank. Boah, dauert da lange. Aufknacken. Oh, das geht schneller, guck mal. So, bin doch fertig. Rest für dich. Oh, ein Schockstab. Ich geh mal in den, in den Hof hier. Zu dem Verstrahlten und den Hunden. Aha. Ein Geier kommt anscheinend auch mit. Au! Hast du schon alles angelockt? Wieso ich? Guck mal nach rechts! Und weine! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was hast du getan? Lauf, 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 lauf! Oh, verdammte Axt! Hilf dir selbst! Weiß nicht mehr, oh Gott, jetzt kommt jemand geil an! Scheiße! Was hab ich getan? Moment, wie soll ich. Du Feigling! Hey, hast du da rausgelassen? Du scheiß Feigling! Ich werd von Geiern verprügelt! Alter! Lock die doch nicht hierher! Kleine Spinne! I think I spider! Jetzt komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, in meine Richtung! Schieß doch, Mann! Oh, hat nicht so viel erwischt. Warum ich? Ja, geh mit der Axt auf sie los! Hinter dir, hinter dir! Alter! Lade nach! Lade nach! Bin am Dauerfeuern! Lauf weg! Lade nach, jetzt ich lade nach! Und ich bin am Dauerfeuern! Ich muss nachladen, krieg auf die Fresse! Oh oh! Oh! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Komm zu mir, komm zu mir! Das ist aber gar kein Problem! Da kotzt noch ein Kopf! Ey, wie war denn das jetzt? Oh, oh, 10, 12? Auf jeden Fall einige. Mehr als 20? Das war richtig Alter. Übel schon. Das hat reingehauen. Puh. Das waren ja allein 4 oder 5 Geier. Die haben am meisten genervt, die blöden Viecher. Vor allem, ich renne hier raus, denke kurz, ich bin sicher, kommen 5 Geier auf mich zugeflogen von vorne auch noch. Ey, richtig geil hier. Ein Glück haben wir gleich Blutmond. Ich stell mal vor, du hast das vergessen zu räumen. Boah. Ach, Hunde kamen ja auch, richtig. Hunde waren ja auch noch dabei. Ja, alles dabei, ja. Oh, du machst Sachen. Ich hab nur gedacht, okay, da ist ein Hof. Ich gehe mal kurz rein. Ja. Dann habe ich gesehen, okay, da rechts sind welche, ich mache links die Tür zu. Tür ist verschlossen, da sind die alle aufgestanden. Ich dachte mir, ich prügel mich in Ruhe mit diesem blöden Holzfäller. War das nicht, ich dachte, es war ein Kopf. Hier habe ich mich mit einem Holzfäller und einem Kopf geprügelt. Oh, ich habe das Ding eingesehen. Oh oh. Oh, was hast du schon wieder was getriggert? Nicht viel. Sollte machbar sein. Da ist eine grüne. Wochenendsoldaten. Okay, das ist. Schieß, Alter, schieß! Ich gehe ja kein Risiko mehr ein. Rocker! Alter! Lauf zurück, lauf zurück!
Ah, hab ich gerade Glück gehabt, dass ich an den Spikes vorbei bin. Ui. Er ist noch nicht tot. Nee, aber ich kann kurz verschnaufen. Oh, oh, oh. Das ist bloß noch normale. Schrei auch hin. Nein. Knall sie ab. Erstmal muss ich sie finden. Wo ist denn die blöde Kuh schon, oder? Ach, wir laufen einfach rein. Das wird schon, nichts, wird schon nichts passieren. Da war schon wieder ein Hund dabei. Puja. Ich habe kein Essen weiter dabei. Sehr gut. Ich habe noch ein bisschen was. Ich habe noch zwei Eintöpfe. Weißt du, was das Problem ist? Bisher habe ich noch keine Stelle gefunden, die recht gut ist zum Verteidigen. Wir haben da noch Zeit. Klar, hier. Hier drinnen im Block. Gucke. Ja, aber ich habe noch nicht reingeschaut und bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich so sicher ist. Nicht, dass die da von überall kommen. Ach, pass auf, gucke. Hier ist keiner, hier ist keiner, hier ist keiner. Mir geht's mehr um die Zugangswege. Wir müssen halt nur die Treppen verteidigen. Ist ja gar kein Problem. Oh oh. Hast das nächste getriggert? Ich kann es nicht abschließen. Oh, Scheiße. Was machst du? Du Arschloch. Ruhig, ruhig, ruhig. Hast du was zu... Oh Gott. Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Das ist Blutmod auf Steroide hier. Ruhig. Bleibt ruhig im Angesicht der Gefahr. Ach, hast du mal die Mega-Zombies gesehen? Was? Oh ja, Scheiße. Das ist ganz easy. Die soll ich mal einsetzen. Er lebt immer noch. Als hätte ich Angst vor ihm. Er lebt immer noch. Siehst du, wie schwach der ist. Oh, Chili. Oh, eine Nagelpistole Level 6 und Chili und Munition für dich. Geh mal, guck mal rein. Da ist noch Zeug für dich. Jo. Geht das hier oben etwas noch weiter? Ich möchte festhalten, das ist Block A. Also, so viel ist es doch nicht mehr, oder? Also hier ist schon mal eine Tür, wo die Feinde reinkommen können. Ich finde Außengitter ist immer safe, hier passiert nichts. Oh, ein geheimes Schnapslager. Ah, toll, ich sehe schon. Freeman, hier können die wahrscheinlich von oben dann auch noch runterfallen. Die kommt schon nur darauf. Weil ich hier in die Wand reinlaufen kann. Oh mein Gott. Was hast du schon wieder getan? Nee, gar nicht so schlimm. Alles gut. Oh, doch. Komm raus! Wie lange hält denn das Ding noch? Weiß ich nicht. Och, das hat 7000 Leben, also alles gut. Oh, guter Schuss. Hoch das Bein und cha-cha-cha! In your face production! Ich hatte doch. Ich muss noch mal schnell raus ins Motorrad. Da hatte ich eine größere Munitionsmod. Für was? Für meinen Scharfschützen. Ah ja. Ja. Ich weiß nicht mehr Durchschlag. Aber ich sehe, was ich jetzt schon wieder an Muni verballert habe. Deshalb baller ich gerade ein bisschen mit der Desert Eagle rum. Ich höre eine Schreierin draußen. Oh nee, oder? Doch, doch, die sind nochmal kleine Rückzugspunkte für uns. War das die? Warum? Die ist irgendwo hier hinten. Hier, wo ich bin, ist er nämlich nicht. Nee, die ist auf der anderen Seite vom Gefängnis, glaube ich. Okay, ich schleich mich mal rum und... Alter, die hat schon geschrien! Hä? Weißt du, was da von draußen an ihre Hand kommt? Nein, woher denn? Also, es kommt viel auf dich zu.
Jetzt schreit er. Bin wieder am Start. Wo kommt's auf mich zu? Die ist irgendwo hier draußen, oder? Die sieht mich da gar nicht. Ich habe irgendwas geweckt. Wo ist die denn? Ey, du hast was geweckt, ja. Ja? Hey. Das geht doch noch. Ich glaube, die kotzen da draußen gegen die Wände. Meinst du, das wird schlimm für uns? Also spätestens, wenn sie sich durch die erste Wand durchgehakt haben, wahrscheinlich schon. Soldat! Und ich fühle mich plötzlich nicht mehr sicher hier. Wie kommst du denn darauf? Ich muss Muni sparen. Ich muss mein Leben schonen. Ja, guck mal, Soldat. Geht oh, da. Guck mal, da klopfen sie sich durch. Scheiße. Ach, du Scheiße. Willst du dich hierher zurückziehen? Hinter diese Schiebe schon zurück. Los, komm. Das Schottein können wir nicht schließen. Hi. Kann man doch schließen? Das eine ja. Achso, das hier ist verschlossen. Schieß mit schlechteren Waffen. Danke, Drohne. Es wäre mir ohne dich nicht aufgefallen. Oh oh. Kommen die hinter uns? Nee. Nö, aber dem Tor geht's langsam nicht mehr gut. Hast du was zum Reparieren zufällig? Oh, guck mal, da ist noch einer. Da brauche ich Stahl. Ich habe nur Eisen. Verdammt, meine Infektion wird schlechter. Wollen wir mal kurz rausgehen und die Alte töten? Wo ist sie? Keine Ahnung, aber da drüben sehe ich schon wieder Grüne. Lock mal die auch noch an. Ah, da lebt ja immer noch der Arschi. Das ist ja Krippel oder was? Ja. Mein Gott, wie viel Schuss halten die denn aus? Oh, grüne Spinne. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Die springt? Hau ab! Blödes Kackvieh! Der muss alles jetzt abhauen! Fühlst du dich nicht sicher? Ich gehe noch mal zu Jen Verbandskäste kaufen. Und Stahl, vielleicht hat die ja Stahl da. Oh ja, vielleicht. Beeil dich. Dürfte nicht mehr lange sein, dann ist... Ja? Ah, das ist... Ach, hier waren wir, okay. Alter, ist das übel hier. Guck mal, ob du noch was zu essen kriegst. Ja, ich werde mal alles kaufen, was geht. Weil ich verbrauche gerade mein Essen auch massiv viel. Ah. Verdammte Scheiße! Was kommt draußen? Ich will es gar nicht wissen. Soll ich rausgehen? Ja, tötet. Also die Schrot habe ich noch echt viel Schuss. Also Essen brauchst du und Verbandsgästen hole ich uns. Wenn du Medizin findest, die würde ich auch gerne. Antibiotika wäre nicht schlecht. Moment, hier ist doch gar nichts. Ach, du bist hier draußen. Hier hinten draußen, okay. Oh, Jen, ich hoffe, du hast ganz viel Zeug, was wir brauchen. Zu horrenden Preisen, schätze ich mal. Das ist mir egal. Blutmond, alles zehnmal teurer. Also ich würde so machen tatsächlich. Ja, wie bei der Messe. Hey Blutmond, ihr braucht jetzt dringend was? Ich nehme den 10-fachen Preis.
Messe? Na, ist nur das Hotelzimmer immer so schweineteuer. Okay, ja komm, die nächsten Gegner hier. Klar, komm noch ein paar Grüne, ist wenn ich noch mehr. Bitte stirb nicht vom Blutmund. Oh, der ist tot. Ich habe immer noch über 300 Schuss, das passt schon noch. Weil die Infektion wird manchmal langsam eklig. So, Jen, was hast du denn? Erste-Hilfe-Verbände. Ey, hier sind Leute, die sind nachgespawnt, glaube ich. Hä? Jetzt sind die hinter mir gespawnt, wie geht denn das? Ja, der gar nicht. Das war's, ich fahr nochmal schnell zur Base. Und macht hier Antibiotika. Ja, und nimm alles an Verbänden mit, was geht. Okay. Das sollte ich noch schaffen bis zum Blutmund. Kriegst du die Erfahrung immer noch? Ja, du bist gar nicht so weit weg. Naja. Ich glaube 500 Meter ist das Sharing Venture. Wo kommen die denn überhaupt her? Das ist ein Gefängnis, das ist voll. Und du hast gesagt, wir sind erst im Block B oder A. Wir waren auch im Block A. Ich habe eine riesige. Ich habe Schmerzmittel gefunden. Ja, ach, du brauchst. Leeren Armeekasten. Warst du da schon drin? Wahrscheinlich schon. Ja, den habe ich schon geplündert. Ein Zubringerbus. Okay, ich glaube, dann sind wir jetzt hier durch. Da müssen wir nur noch nach oben. Ein Glück, 4 Stunden haben wir noch. Dann sieht es doch gar nicht so schlecht für uns aus. Es sieht aber auch irgendwie nicht gut für uns aus, habe ich das Pass auf, und der Blutmond ist halt voll enttäuschend. Kommt ein Zombie in Krüppel. Also, der Bereich hier ist, da ist Block B, der ist nochmal separat abgeschlossen. Hier ist alles abgeschlossen, das ist scheiße. Ich muss es aufknacken, das ist das Problem. Es sei denn. Oh, unsere Basis wird auch belagert. Das darf doch nicht wahr sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind nicht sonderlich beliebt. Oder wir sind zu beliebt. Ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Gibt immer ein achtes Mal. Ich würde gerne meinem Vergangenheits-Ich sagen. Hey, mach da nichts draus, dass die Frauen nicht auf dich abfahren. Irgendwann ändert sich das massiv. Dann ist es toll, wenn du intelligent bist. Also ich könnte hier zwar rein, die Tür, aber ich habe das Gefühl, wenn ich da reinspringe, komme ich nicht mehr lebendig raus. Ich auch. Ich würde gerne die Tür intakt lassen tatsächlich, damit wir einen Rückzugspunkt haben im Zweifelsfall. Ist das ein Kampf? Der Kampf geht eigentlich noch nicht mal los. Nö, nicht wirklich. Ah, sehr gut. Wir sind gut versorgt. Nimm geschmiedeten Stahl mit, damit wir jo. Die Tür reparieren können. Pass auf, und dann kommen sie plötzlich durch die Wand. Sonstiges. Da. Ich sehe es kommen, dass sie dann durch die Wand kommen plötzlich. Weil die Wand hält. Die Wand hält halt deutlich weniger aus als die scheiß Tür. Ja, nicht das erste Mal, dass wir von der Seite überrascht werden. Deswegen mache ich es jetzt auch so, dass wir dann noch in Zellenblock B flüchten können im Zweifelsfall. So, also erste Hilfe. Ach, was habe ich gesagt? Antibiotika soll ich dir schnell machen, ne? Ja. Allein dieses Gitter hier hat 10.000 Lebenspunkte. Dieses scheiß Gitter, an dem man sich festhält. Gut. So, ja, ich will damit eigentlich nur sagen, die Mauer hat halb so viel. Wie so ein scheiß Gitter, an dem du dich festhältst. Ach, du hast die ganzen Shambays verarbeitet, oder? Die Shams? Nee, ich hab was.
Nee, die Sandwich habe ich nicht verarbeitet, nö. Ja, alles gut, alles gut. Die brauche ich nicht. Ja, früher brauchte man die ja für den Schemsup, aber mittlerweile brauchst du ja für Schemschauder das Schem an sich. Das habe ich in Masse hergestellt. Nitrat, Wasser. Oh, die brauchen 2 Minuten, die Scheißdinger. Du hast noch 3 Stunden. Oh, das Klo muss ich eigentlich auch nochmal. Nahrung, ich trau dem Frieden hier überhaupt nicht. Also ich habe jetzt einen Weg hier reingeschaffen, ohne dass die Tür kaputt geht. Gut, aber das ist gesagt Stahl. Ich leg mal Stahl. Hab ich. Block B, wie viele Blöcke gibt es wohl? Kannst du 2 Antibiotika machen? Ah, 1 reicht erstmal, das bringt mich durch den Blutmond. Ja. Ich bin schon jetzt bei fast 17%. Schneller. Ich muss gerade sagen, ich bin gerade sehr überrascht, dass ich doch noch nicht überrannt werde hier. In dem Block ist gar nichts. Hä? Okay. Das war bestimmt der gesäuberte Block. Müssen dann auch. Aber auch gucken, dass wir wir machen am besten die Türen alle um uns rundherum zu. Weil wenn sie sich doch durch die Wand graben, dann haben sie immer noch diese Metalltüren vor sich. Das sollte viel ausmachen. Ja, du kannst die alle Türen zumachen, pausen. Nee, die hier drin kannst du alle öffnen und schließen. Okay. Bloß wenn wir uns zurückziehen, müssen wir halt gucken, weil das eine Tor ist verschlossen und deshalb müssen wir da, habe ich mich mit Blöcken drüber gehauen. Ich bin auf dem Rückweg. Die ist wieder verschlossen, das ist schlecht. Am besten, ich mach's jetzt schon mal zu, dann kann man es nicht vergessen. Wir vergessen doch nichts. Jetzt fühle ich mich ja wirklich wie bei The Walking Dead durch das Gefängnis. Ich habe die Kantine gefunden. Das klingt nicht gut, wenn du machst. Was zur Hölle? Wieso kommen die denn von hinten? Von wo? Oh, das ist viel besser, wenn die Cops jetzt hier auch noch kommen. Ich bin tot. Ich häng fest. Ich häng fest. Ich kann nichts mehr machen. Es leckt auch massiv gerade. Boah. Das waren bestimmt 30 Stück. Wo kamen die denn her? Ich habe in jede Zelle reingeschaut. Es war nichts. Mit einmal spawnen die hinter mir. Oh, siehst du mal so, deine Infektion ist weg. Ja, aber was sollen die Scheiße? Also das ist auch echt kacke. Ich habe extra überall geschaut deswegen. Ja, das Spiel ist nicht fair. Ja, also das fände ich schon scheiße. Was sagt denn deine Uhr? Cut machen und deinen Blutmond komplett mitnehmen? Ja, ein Cut wäre besser. Dann würde ich sagen, das war Let's Play 7 Days to Die für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bye Leute. Ciao. Oh.